Sie sind hier, 24. Januar 2019, 14.22 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. André Breitenreiter ist in Hannover als Trainer sehr umstritten. Urheberrecht Getty Images Hannover. André Breitenreiter kann die Trainer-Diskussion in Hannover verstehen und erlaubt sich einen Seitenhieb gegen die Bosse Martin Kind und Horst Held. Hannovers Trainer André Breitenreiter kann die Diskussion um seine Person absolut nachvollziehen. Es sei völlig normal, dass man darüber nachdenkt, der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben, sagte er vor der Partie bei Tabellenführer Borussia Dortmund am Samstag, 15:30 im Live-Ticker. Zuletzt hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass er bei den Tabellenvorletzten unmittelbar vor dem Aus stehe. Am Montag hatten Clubchef Martin Kind und Manager Horst Held nach einigen Stunden der Ungewissheit allerdings bestätigt, dass Breitenreiter beim BVB auf der Bank sitzen werde. Breitenreiter hätte sich gewünscht, die Berichte schnellstmöglich zu dementieren. Das ist nicht passiert, sagte er und griff damit Kind und Held an. Ich hätte mir gewünscht, dass man mit mir darüber redet. Held vermeidet Jobgarantie für Breitenreiter. Held hingegen vermied es am Donnerstag, Breitenreiter eine Jobgarantie zu geben. Der Club sei nach 7 Spielen ohne Sieg nicht in der Lage, Perspektiven über das Spiel in Dortmund hinaus zu geben, sagte er. Von Kind bekam er zuletzt den öffentlichen Auftrag, den Trainermarkt für alle Fälle zu sondieren. Breitenreiter machte deutlich, dass er um seinen Job kämpfen wird. Ich bin jemand, der niemals aufgibt. Ich werde bis zum letzten Tag alles geben, sagte er und fügte schmunzelnd mit Blick auf den Gegner hinzu. Wenn es ein Endspiel wäre, wäre es nicht das fairste Spiel. Hannover hat die letzten 10 Spiele beim jeweiligen Tabellenführer alle verloren und wartet seit 21 Spielen in der Bundesliga auf einen Auswärtssieg zur Bundesliga-Tabelle. Von Sportinformationsdienst.